Hi, mein Name ist Philipp Ruhland. Herzlich willkommen zum ersten Video meines YouTube-Channels. Im Rahmen meines YouTube-Channels will ich euch Videos rund um das Thema Psychotherapie, Psychotraumatologie, Aufstellungsarbeit vorstellen. Also alles, was mit psychischen Erkrankungen zu tun hat. Zunächst kurz zu meiner Person. Ich bin 41 Jahre, Familienvater, Psychotherapeut, war in meinem ersten Leben Rechtsanwalt und betreibe 2 Praxen im Südwesten von Deutschland, eine in Kaiserslautern, eine in Saarbrücken. Wie gesagt, in meinem ersten Leben war ich Rechtsanwalt, habe dann aber schon während der ersten Lebenskrise angefangen, eine Psychotherapie zu machen, bin dann Psychotherapeut geworden und habe auch im Rahmen schon der Psychotherapieausbildung die Aufstellungsarbeit kennengelernt und die Traumatherapie. Und in meiner ersten Videoreihe ist es mir ein ganz großes Anliegen, die Aufstellungsarbeit euch zu vermitteln, weil ich betreibe selber auch Aufstellungsseminare in meiner Praxis in Saarbrücken. Und die Aufstellungsarbeit ist immer noch so ein bisschen sagenumwogen und wird immer noch zu Unrecht ein bisschen kritisiert, obwohl sie ein ganz mächtiges Tool ist in jedem psychologischen Heilungsprozess, in jedem persönlichen Weiterbildungsprozess. Und allgemein in jedem Prozess, der mit menschlichen Fortkommen zu tun hat. Deshalb mache ich hier in den ersten Videos mal ein bisschen Info über Aufstellungsarbeit, weil die mir wirklich sehr am Herzen liegt und die ungeheuer effizient ist. Also, was ist die Aufstellungsarbeit? Die Aufstellungsarbeit ist ein Gruppentherapieverfahren, das seit ungefähr 30 Jahren in Deutschland praktiziert wird. Also findet meistens in einer Gruppe statt, ist anliegend geleitet und funktioniert über die Stellvertreterwahrnehmung. Die Stellvertreterwahrnehmung werde ich euch noch in einem gesonderten Video erklären. Aber die Aufstellungsarbeit ist gleichzeitig ein Tool, mit dem man kurativ, also heilend, lösend arbeiten kann und Diagnostik machen kann. Und deshalb ist sie so ungeheuer mächtig, weil man mit ihr Erkenntnisse gewinnen kann, die man sonst in einem therapeutischen Prozess nur schwer hinkriegt. Was heißt also diagnostisch lösend? Ich erkläre es euch mal am folgenden Beispiel. Vor kurzem habe ich von einer Kollegin, einer Neurologin, eine Patientin zu einem Erstgespräch empfohlen gekriegt, die seit Jahren an unerklärlichen Kopfschmerzen leidet. Das heißt, die Frau ist seit Jahren mit Kopfschmerzen geplagt, kann damit nicht umgehen, aber es gibt auch keine organische Erklärung. Also die ist von Pontius zu Pilatus gerannt, hat ein MRT gemacht, hat ein EEG gemacht, kriegt und sind ganz normale Spannungskopfschmerzen, manchmal so ein bisschen Migräne, aber die sind plötzlich aufgetreten und die kriegt sie nicht mehr los. Und da hat sie sich an mich gewandt und sich für die Aufstellungsarbeit als Zugangsmittel zu solchen Problemen interessiert. Ist zum ersten Vorgespräch gekommen, ich habe dann abgeklärt, ob somatisch alles gemacht worden ist und sie hat sich dann dazu eingelassen, mal bei einer Aufstellung zu hospitieren und hat dann den Mut gefasst, im Rahmen einer meiner Aufstellungsseminare eine Symptomaufstellung zu machen. Eine Symptomaufstellung ist eine Aufstellung, die den psychischen Hintergrund von Symptomen über die Stellvertreterwahrnehmung klärt. Also meistens holt man Stellvertreter für die Person selbst und das betreffende Symptom. Also die Frau kam, hat sich neben mich gesetzt und hat aus dem großen Teilnehmerkreis der Leute, die da waren bei dem Seminar, einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin für sich und einen Stellvertreter für ihr Symptom ausgesucht. Hat die ein erstes Bild gestellt und das hat schon ein ganz krasses Bild ergeben, weil sie hat für sich eine Stellvertreterin ausgesucht, die eine Frau war, die ihr entsprochen hat und hat für das Symptom einen ganz übergroßen, dominanten Mann ausgesucht, den sie vor sich gestellt hat und man hat wirklich das Gefühl gehabt, man steht in einer Konfliktsituation, weil dieser riesige Typ, vor der gestanden hat und die Frau, Stellvertreterin für die Frau, so klein und eingeschüchtert vorne dran gestanden hat. Und das Bild war schon sehr aussagekräftig und dann habe ich die Frau, die neben mir sitzt, das macht man bei einer Aufstellung so, man geht also immer in eine Rückkopplung mit der Patientin, mal befragt, ob sie die Situation kennt und sie hat so ein bisschen gezögert und hat dann gesagt, naja, so eine Idee hätte sie schon, aber sie würde gerne die Aufstellung noch ein bisschen laufen lassen. Ich habe dann mal angefangen, was man bei einer Aufstellung immer macht. Man stellt die Leute ein erstes Bild und befragt dann die Leute nach ihrer Stellvertreterwahrnehmung. Und ich habe die dann befragt, die Stellvertreterin für die Frauen. Sie hat gesagt, ja, ich habe das Gefühl, vor mir steht ein ganz dominanter Mann, der wütend ist auf mich. Und ich habe auch gleich so furchtbare Kopfschmerzen. Also dieses Gefühl von Spannungskopfschmerzen. Ich fühle mich so eingeschüchtert, aber irgendwie fühle ich mich auch dem Mann total verbunden. Also ich komme mir vor wie in einer Falle und komme hier nicht weg. Der Stellvertreter für das Symptom hat auch gesagt, ja, er hat eher das Gefühl, er sei ein Mann
Und er wäre sehr sauer auf diese Frau und er würde sie irgendwie in der Schuld halten. Da bin ich nochmal in Rückkopplung mit der Frau gegangen, die neben mir saß, und habe die dann befragt, ob sie das kennen würde. Und dann hat sie gesagt, ja, das hat es mir aber noch nicht erzählt, dass ihre Ehe seit mehreren Jahren in Schieflage sei und sie nach 2 Jahren permanenter, schlechter werdender Ehe eine Außenbeziehung eingegangen wäre. Und die sei irgendwann ausgeflogen und seitdem sei das Verhältnis zu Hause total zerrüttet. Sie sei permanent in Konflikt mit dem Mann, der wird ihr permanent Vorwürfe machen, sie anschreien. Und es wird immer weiter den Bach heruntergehen in der Ehe, aber sie käme aus der Nummer nicht raus, weil sie eigentlich eine gute Ehe gehabt hätte und sie früher viel Gemeinsamkeiten gehabt hätte. Sie wäre irgendwie gefangen. Sie kommt nicht raus. Und hat sie dann auch gleich noch dazu gesagt, jetzt, wenn sie sich so rechts überlege, seit dieser Ehekonflikt so permanent schwelen oder ausbrechen würde, wäre sie mit diesen Kopfschmerzen befasst. Dann habe ich weitergearbeitet mit den Stellvertretern und habe den Stellvertreter der Frau sagen lassen, zu dem Mann einen Lösungssatz. Das macht man auch oft in Aufstellungen, dass man einen Lösungssatz sagt, um mal die Wirkung auf den anderen Stellvertreter zu überprüfen, ob man da zu irgendeiner besseren Situation kommt. Hat also die Stellvertreterin der Frau zu dem Symptom gesagt, wenn du bleiben willst, dann bleib in Liebe, aber hör auf, mich so zu malträtieren oder sowas sinngemäß. Und komischerweise, als die Frau, als Stellvertreterin der Frau den Lösungssatz gesagt hat, ist der Mann ein gutes Stück zurückgegangen, hat an Kraft verloren und ist nicht mehr so wütend gewesen und hat eher so betröppelt gewirkt. Und dann hat der Stellvertreter auch gesagt, dass er ungeheuer traurig sei wegen der Situation der Ehe. Dann bin ich nochmal in die Arbeit mit der Patientin gegangen, habe gesagt, naja, so wie die Aufstellung hier so zu interpretieren ist und was man hier so sieht, wird's, glaube ich, Ihnen ganz gut tun, wenn Sie mit Ihrem Mann vielleicht in einen Prozess einer Paartherapie eintreten. Und die haben sich dann auch, die Frau hat da eingewilligt, wir haben die Aufstellung dann abgebrochen. Ich habe sie aber gebeten, mir ein bisschen Rückmeldung zu geben später. Und sie hat sich ungefähr 6-7 Wochen später nach dem Aufstellungsseminar gemeldet und hat gesagt, ja, sie wäre mit ihrem Mann eine Paartherapie eingetreten würden und die ersten Erfolge hätten sich eingestellt, sie würden sich besser verstehen, es wäre noch nicht alles vom Eis, aber, und das war auch das Bemerkenswerte, hat sie gesagt, seit sie in dieser Paartherapiearbeit wäre, wären Kopfschmerzen deutlich besser geworden, sie wird sich nochmal wohler fühlen in ihrem Haus und das Symptom, die Kopfschmerzen, wären eigentlich fast in die Nichtbeachtungsschwelle gesunken, also sie wird fast nichts mehr merken. Und das ist so ein typischer Effekt, den man immer bei Aufstellungsarbeiten sieht, dass Symptome, wenn der Hintergrund erklärt ist, ihre Wucht und ihre Last verlieren. Also kann man dem Beispiel gut sehen, dass die Aufstellungsarbeit dazu dient, relativ schnell zu sehen, wo ein Problem herkommt. Das wäre der diagnostische Aspekt und dann in so einen kurativ lösenden Aspekt zu kommen und eine Lösung zu erfinden. Also Aufstellungen finden immer in einer Gruppe statt, funktionieren über den Effekt der Stellvertreterwahrnehmung, sind anliegend geleitet. Das heißt, man muss ein festes Anliegen, ein festes Thema mitbringen, das man mit der Aufstellung bearbeiten kann. Man kann die Aufstellungsarbeit nutzen in einem Coaching-Prozess, in einem psychotherapeutischen Heilungsprozess, in jedem persönlichen Fortkommensprozess, wo man hakt. Und wenn dich die Aufstellungsarbeit und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten interessieren, dann schau dir die nächsten Videos an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Und wenn du dich allgemein für psychische Themen, Depressionen, wie kann ich meine Beziehung verbessern, was ist der Hintergrund meiner Persönlichkeitsstörung, alle Themen rund um Psychotherapie interessieren, dann abonniere meinen Kanal. Vielen Dank.